Bist du auch ein Hobbybastler? Entfalte den Künstler in dir und lass deine Kreativität sprechen. Doch egal, wie kreativ du bist, manche Hacks kennen nur die allerschlauesten Künstler. Und wir sind hier, um dich in diese geheimen Künste einzuweihen. Hast du diese Geheimnisse erlernt und setzt sie in deiner Kunst ein, wirst du ein begnadeter Künstler werden. Vergiss nicht, uns eine Dankeskarte zu schicken, wenn deine Bilder irgendwann ausgestellt werden. Wahrlich exzellent! Lasst uns kreativ werden! Wer ist dieser Kerl? Sieh dir sein Outfit an! Von wo kommt er denn her? Wir sollten Hallo sagen! Hey, Ghetto-Faust! Keine Tattoos? Oh, keine Tattoos, keine Freunde. Das petze ich dem Lehrer. Keine Tattoos? Lächerlich. Mister! Siehst du nicht, dass ich mich konzentriere? Der erste Schritt ist fertig. Als nächstes kommt... Mami! Niemand in der Schule mag mich. What? Wie viel kosten Tattoos? Oh nein, denk nicht mal dran. Aber vielleicht etwas, das sich abwaschen lässt. Du magst Sterne, richtig? Das ist weniger schmerzhaft als eine Nadel. Tauche ihn ins Wasser und mach mehrere Formen. Hier kommt der zweite Tauchgang. Wir können noch mehr davon machen. Siehst du, wie sie herumschwimmen? Oh, warte kurz. Hallo? Was machst du? Wow. Oh, erfrischend. Bin das ich? Mach meine Arme als nächstes. Mach eine Spinne. Nein, Mom, ich will nicht wieder zurück. Oh, Mann. Ist das zu fassen? Oh, hey, Leute, schaut mal. Ich habe auch Tattoos. Was? Hey, jetzt ist er einer von uns. Seht her. Wow, die sind krass, Alter. Wer hat sie dir gemacht? Meine Mami. Hey. Deine Mom ist sowas von cool. Entschuldigung. Kommt wieder zurück. Hi. Nein, geh nicht, Mom. Ich werde nur eine Stunde weg sein, Liebling. Geh hoch auf dein Zimmer. Bis später, okay? Spiel mit deiner Schwester. Muss das sein? Oh, sieh dir dieses Gesicht an. Keine Sorge, wir spielen zusammen. Lass uns ein Autorennen machen. Naja, dann spielen wir eben mit Autos. Ich will das weiße Auto. Setz dich auf den Boden, okay? Wie lange sie wohl weg sein wird? So aufregend das auch ist, wieso stehen Jungs so auf Autos? Hey, ich weiß, wie das noch lustiger wird. Ich male einfach auf den Tisch. Bist du verrückt? Das ist nicht gut. Zum Glück habe ich aber die hier. Oh Mann. Okay, das sollte alles sein. Was machen wir jetzt? Jeder mag Fußball, richtig? Na los, das wird lustig. Hey, sieh her. Fang. Daneben. Das ist lustig. Hey, sieh dir den Trick an. Cool, oder? Nein, Gabby. Was denn? Ich hab dir doch gesagt, dass man nicht auf Möbel malt. Oh, sorry. Ich weiß, worauf ich malen kann. Die Wand ist meine Leinwand. Das wird ein riesiges Meisterwerk. Und los geht's. Mein Arm wird müde. Gabby, wo bist du? Nein! Oh je. Kinder, ich bin wieder da. Was zum... Du bist wieder da. Sieh mal, was ich für dich gemalt habe. Du wirst nie wieder auf sie aufpassen. Nie wieder. Stopp. Ich hab das im Griff. Leg,
die Stifte weg! Uff, Gabby, mach das nicht! Leg sie weg! Was? Ich halte das nicht mehr aus! Das war mein Lieblingsstift! Oh, das tut mir leid! Nicht weinen! Willst du mit Stiften Spaß haben? Mit einer Klinge kannst du die Farbe abraspeln und hast so jede Menge Farben. Draufdrücken und verteilen. Du kannst sogar darauf malen. Ich nenne ihn Mr. Regenbogen. Vergiss nicht die Beine. Schon besser. Voll cool, oder? Echt schön. Darf ich auch mal? Kinder, bin wieder da. Na, hattet ihr ohne mich Spaß? Nochmal! Oh, ich liebe es, wenn sie zusammenspielen. Vielleicht noch etwas mehr da? Oder noch mehr Schatten? Voll mies, ich bin zu spät. Gabby! Hä? Hallöchen. Sorry, darf ich? Okay. Danke. Was habe ich verpasst? Aufgepasst. Also dann, Klasse. Ihr könnt loslegen. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Oh Mann, dann beginne ich zu malen. Aber nicht mit Farbe. Ich male heute hiermit. Challenge angenommen. Hoffentlich habe ich genug dabei. Entschuldigung. Moment mal. Oh, ein Radiergummi. Was man mit dem wohl anstellen kann. Sieh dir all die Malutensilien an. Er hat 1 Million Stifte. Und ich habe gar keinen. Mal nachdenken. Hättest du was dagegen, mit mir zu teilen? Meine Sachen? Aha. Farbe? Vergiss es. Er ist so egoistisch. Da muss ich wohl allein durch. Aber ich habe eine geniale Idee. Auf 10 Spitzen. Die Lehrerin sieht nicht her, oder? Gut. Das nehme ich. Was gibt es hier noch so? Nichts. Bingo. Farbe, Baby. Jetzt wieder auf meinen Platz. Er ist schon fast fertig. Ich beginne heute mit Rot. Ganz ohne Pinsel müssen meine Finger ran. Finger sorgen für jede Menge Textur. Erkennt man schon den Papagei? Diese dicken Striche sehen wie Federn aus. Langsam erkennt man das Bild. Das sieht so realistisch aus. Also dann, leg die Pinsel weg, Klasse. Justin, bereit? Ich weiß. Das ist voll gut. Naja, es ist okay, Justin. Zeig dein Bild her, Gabby. Ich hab improvisiert und hab ohne Pinsel gemalt. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Das ist unglaublich. Bravo, Gabby. Ach ja, vielen Dank. Nichts für ungut. Nicht traurig sein. Das kann aber auch nur Künstlern passieren. Heute male ich mit diesen Farben. Orange und Grün. Nein, das ist nicht gut. Wow, was für ein schöner Gelbstich. Ah, hier lässt es sich gut aushalten. So wunderschön. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Perfekt. Aber diese Blumen gehören mir nicht. Aber natürlich. Ich kaufe da drüben welche. Aber Blumen sind immer so teuer. Oh, ich bin pleite. Ich als Künstler nage am Hungertuch. Gibt es hier Kohle? Nichts außer Farbe. Das war's mit den Blumen. Es sei denn... Das könnte ich gebrauchen. Frauen lieben Blumen, richtig? Auch wenn sie nur auf Blatt Papier sind.
Trage die Farbe mit deinen Fingern auf. Damit lassen sich tolle Designs kreieren. Seht euch diese tollen Fingerstriche an. In die Mitte kommt noch etwas Weiß. Und noch ein Klecks mit Gelb. Mit Grün wirkt das Bild noch lebendiger. Das ist eins meiner besten Bilder. Jetzt kommt alles oder nichts. Das ist für dich. Die sind fast so schön wie du. Wow. Oh. Für mich? Natürlich. Vielen Dank. Welche Maltechnik hast du dafür benutzt? Welcher dieser Maltipps wird dir bei deinen Bildern am meisten weiterhelfen? Teile dieses Video mit Freunden und werdet kreativ. Schon gesehen? Abonniere unseren Kanal, um nichts zu verpassen.